Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir schauen mal, ob wir das Haus weiter renovieren können, aber ich denke, solange wie die andere Renovierung läuft, wird das nicht gehen. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. Ich stimme zu. Aber ich bitte dich, keine neuen Baumaßnahmen zu beginnen, bevor die alten nicht abgeschlossen sind. Jonglieren ist eine hohe Kunst. Man sollte nicht zu viel auf einmal tun. Dachte ich mir, so, was ist mit. Langsam gefällt es mir hier. Ich stimme zu. Ah, man kann gar nichts machen, solange die laufen. Ah, das ist schade, aber okay. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. So, wo ist die Dame? Marlene. Habt ihr sich noch mal äußerlich verändert oder bleibt die so in Haut und Knochen? Köstlich. Einfach wunderbar. Danke. Ja, wir kommen später nochmal wieder. Wir machen mal ein bisschen Licht. Ah, wenn wir einmal hier sind, muss ich auf jeden Fall das eine Schwert hier lassen. Da die Winterklinge. I love it. So geil. Dass wir die. Ne, ich will die aber nicht nehmen. Ich will was hinhängen. So, ich glaube. Genau, dieses Casus Foederis war, glaube ich, das Schwert, was bei diesem. Was war denn das? Ritter oder irgend so ein Typ halt, der da begraben war, wo halt stand, dass dieses Schwert für immer bei ihm bleiben sollte. Das habe ich aber erst lesen können oder habe es erst gelesen, nachdem ich es genommen habe. Und man kann es halt leider nicht zurücklegen, sonst hätte ich es halt zurückgelegt. Und da das nicht möglich war, bekommt jetzt zumindest einen ganz speziellen Platz hier bei mir an der Wand. Sieht immer noch sehr unscheinbar aus, aber egal. Haben wir irgendwas? Wir werden dann erstmal eine Runde pennen. Wirklich mal pennen. Irgendwas vergessen, was ich noch machen kann. Notiz am Löffelschlüssel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel. Achso, das haben wir ja schon gehabt. Fleckiges Tagebuch. Ja, ich kann auch so meine Bücher lesen. Weiß ich nicht so richtig, wozu wir das hier brauchen. Trophäe aufstellen. Wir pennen jetzt trotzdem erstmal eine Runde. Ich wollte eine Runde schlafen. Hallo. Dein Bett muss noch ersetzt werden, bevor du es verwenden kannst. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich kann also nicht hier schlafen, während die Renovierungen laufen. Haben wir nicht jetzt auch irgendwo die. Genau, da unten. Müssen ganz leise sein, ist gar niemand auf um diese Uhrzeit, aber das Feuer brennt trotzdem lichterloh. Und jetzt geht es erstmal darum, rauszufinden, wo gehen wir als nächstes hin. Also, das Quest von Regis ist, glaube ich, recht weit weg. Genau, das ist da unten. Da gibt es bestimmt noch Quests, die näher sind. Wind ist egal. Sprich mit Cian Felly über dein Geld. Wo war das? Also ich weiß, wo es war, aber ich weiß nicht mehr, wie weit es weg ist. Ist jetzt gar nicht. Ah, wobei, ist doch ein ganz gutes Stück. Das Haus ist am schönsten. War da 3 Tage bis. Ja, das haben wir gerade gemacht. Besuche den Typ im Zelt. Haben wir auch schon ewig das Quest. Oh, das ist nicht so weit weg. Na, dann haben wir unser nächstes Quest. Sehr gut. Da reiten wir mal mit Plötze hin. Ja. Und diesmal können wir es auch Nacht lassen. Brauchen wir jetzt nicht extra auf den Tag wechseln. Zumal es ja nur noch ein paar Stunden sind, bevor wir. Also Ingame-Stunden natürlich, keine echten. Genau, es sind ja nur noch ein paar Stunden, bis es wieder heller wird. Und jetzt sind wir auch schon da im Endeffekt. Hexe, ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Ich. Was macht die Wunde? Geht es dir besser?
Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat? Tss, Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal, als würde sie sich in Luft auflösen. Vielleicht ist sie ja so eine Art Waldfee. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist. Und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Was du da gehört hast. Vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Hat er gerade heuer gesagt? Oh mein Gott, ich weiß nicht wieso, aber ich habe die absolute Abneigung gegen diesen Begriff heuer. Statt heute heuer sagen. Oh, oh mein Gott, ich will hier natürlich niemanden zu nahe treten, der, ich glaube in Österreich sagt man das auch oft, oder Bayern, oder generell will ich niemanden zu nahe treten, der diesen Begriff verwendet, aber heuer, oh Gott, also, naja, ist egal. Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres.
Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Ist mir eigentlich egal. Wir müssen ja eh alles machen, oder? Schießen wir. Darauf habe ich am meisten Lust. Folge Guillemé, wie auch immer ausgesprochen wird. Schießwettbewerb misst du mit den anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Triff die roten Ziele. Alle 6 Ziele. Oh, ich freue mich schon jetzt auf das Turnier. Oh Gott, war das einfach. Nochmal? Wofür denn? Es ist, war, ist super einfach. Genug geschossen. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Gute Idee. Komm mit. Mittlerweile habe ich auch an den Namen Plötze gewöhnt. Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die übrigen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten an. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Na dann mal los. Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Da ist ein Rostfleck in der Hohlkehle. Ach, scheiß doch auf alles. Kann ich mal mit deiner Armbrust schießen? Ich kann euch auch sprinten, geht's schneller. Wer ist denn noch hier? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Bisher war Rennen immer ziemlich einfach. Also, rein. Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Berittener Kampf. Wenn du eine Angriffstaste gedrückt hältst, wird ein Zeitlupenmodus aktiviert, sodass dein Ziel leichter treffen kannst. Geralt entscheidet je nach Position des Gegners selbst, von welcher Seite er angreift. Berittenes Schießen. Wenn du die Zielentaste gedrückt hältst, wird ein Zeitlupenmodus aktiviert. In diesem Modus behält Plötze ihr Tempo bei, sodass du die Galopptaste nicht gedrückt halten musst. Bin ja mal gespannt. Komm schon, Plötze! Sehr schön.
Ach, hier lang. Ach, scheiße. 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 Ich hab nicht gesehen, dass ich hier lang gehen muss. Oh, aber egal, ich werde es trotzdem schaffen. Los, lauf. Ich hab den Weg nicht gesehen. Deswegen war ich auf der falschen Seite. Sehr geil. So, jetzt aber. Oh. Ah, ist doch genau das Richtige für mich. Endlich mal ein bisschen anspruchsvoller. Das macht Spaß. Okay, war's das schon? Ich hoffe mal, dass der Parcours und Arena schwieriger ist. So, reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Es reicht. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslauben. Und wohin jetzt? Kämpfen natürlich. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Mhm. Komm mit. Reinfahren, du so kämpfst geil. Zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. So, vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Die Götter haben das Biest zur Strafe für unsere Sünden geschickt. Wir sind in Traditionen. Warum rennen denn hier so viele? Also jetzt abgesehen von uns natürlich. Okay, jetzt rennt natürlich niemand mehr außer das Kind da. Aber vor uns sind viele gerannt, als wir zur Arena gelaufen sind. Also gerannt sind. Stell dich in die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Mehr kämpfen! Armleuchter! Endlich kehrt meiner Traum zu Heil zu gehen ist üblicherweise sehr nötig. Er ist aus dem Leid plötzlich bekannt mehr ist. Nach all den vielen Jahren. Na, wer hat Bock? Hallo? Ich bin doch in der Mitte der Arena. Ich stehe meinen Mann. Doch Vorsicht! Ich mache keine halben Sachen. Zack, zack! Zick, zack! Ja. Wieso hat er denn seine Waffe weggesteckt? Was ist er denn? Ist er dumm oder? Das hat Gerhard von alleine gemacht. Das war ich übrigens nicht. Ne? Nur so nebenbei. Ich prügle den Verbrecher aus dir aus. Das war einfach. Hexer, benimm dich. Willst du noch üben? Nein. Ich glaube, das reicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert mehr Können als diese Art Kampf. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Hexer, benimm dich. Hejo, hejo, Ritter, die sind selten. Bin ich nicht fast gestorben? Kann das sein? Geil, jetzt habe ich wieder volle Energie. Vor dem Kampf hatte ich nur halbe Energie, jetzt habe ich wieder volle Energie. Also das Ende des Kampfes hat quasi meine Energie voll aufgefüllt. Das ist schon mal schön. Und wir machen jetzt logischerweise das Quest hier weiter, weil es ja alles zusammenhängt. Vor allem bin ich auch selber ziemlich gespannt, was es mit dieser Vivienne auf sich hat. Ich denke halt, dass die irgendwie eine Hexe oder sowas ist. Also ich glaube nicht, dass sie... Also es kann natürlich sein, dass sie verflucht ist, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich denke halt, dass sie eine Hexe oder eine Fee oder sowas ist, ne? Vielleicht gar kein Mensch, sondern vielleicht sogar noch ein ganz anderes Wesen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin gespannt. Ich glaub's nicht. Früher hätten die Ritter kurz... Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Ravix von Vierhorn? Ist der ursprüngliche Name von Geralt? What? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst.
Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Es war also nur ein Deckname, okay, ich dachte schon. Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Also es wäre ganz schön verlockend, muss ich zugeben, als Ravix von Vierhorn anzutreten, einfach weil es was anderes ist. Mir gefallen eigentlich beide Waffen gut. Ich glaube, das hier ist Geralt von Riva mit der Brücke. Hallo, zeig's mir nochmal. Na kommt. Hier, das ist Geralt von Riva mit der Brücke, das sieht ganz cool aus. Dann dieses Ravix von Vierhorn, der hat ja jetzt leider nicht so richtig die Geschichte dazu erzählt, wieso er diesen Namen gewählt hat. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, ich bleibe bei Geralt von Riva, obwohl halt auch dieses Ravix von Vierhorn sehr interessant ist. Aber machen wir es beim nächsten Mal. Ich mache hier einen Cut. Bis dann, euer Paxis. Tschö, tschö.